Herr Kalfrufe, Comedian, ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat dieses Schmähgedicht der stellvertretende Ministerpräsident der Türkei genannt. Fallen Ihnen aus Ihrem Schaffen ähnlich schwere Verbrechen ein? Also ich möchte erst mal sagen, das ist natürlich selbstverständlich kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und was wir hier erleben, habe ich in dieser Form und in dieser unglaublichen Absurdität auch noch niemals in meinem ganzen Leben miterleben müssen. Wir müssen vor allem bei dieser ganzen Diskussion einmal auch auf den Punkt zurückgehen, der ganz wichtig ist. Wenn Sie sagen, Sie fühlen sich persönlich angegriffen und beleidigt davon, es geht bei dieser ganzen Geschichte in keinster Weise um dieses Gedicht. Dieses Gedicht ist nicht als solches vorgetragen worden. Kein Böhmermann, kein Komiker der Welt würde sich auf die Bühne stellen und solch ein Gedicht vorlesen. Der Vortrag des Gedichtes, das war die Provokation der Satire. Und um nur das geht es hier. Es war nicht der Versuch, irgendwie viele Beleidigungen reinzubringen. Dieses Gedicht ist so absurd beleidigend, dass es eigentlich kein vernünftiger Mensch ernst nehmen kann. Gemeint ist dabei nur, es gab vorher eine andere Satire, deswegen wurde ein deutscher Botschafter einbestellt. Der türkische Präsident forderte von der deutschen Politik, dass die sich einmischen. Daraufhin hat ein anderer Komiker nur mal gesagt, so pass mal auf, wir haben hier zum Glück noch Rechts- und Rede- und Meinungsfreiheit und wir zeigen mal, was wir in der Satire machen können. So, dies hier ist der Unterschied. Das darf man nicht, das darf man. Natürlich war das eine gewollte Provokation, aber dies hatte keine andere Aussage als, guck mal, wir lassen uns von dir nicht sagen, was wir hier tun und sagen dürfen. Und deswegen führen wir dich als einmal am Nasenring hier durch die Manege. Das war die Aussage. Die kann man gut oder schlecht finden. Die kann man gut oder schlecht finden, gar keine Frage. Aber man darf nicht anfangen zu sagen, ist dieses Gedicht Satire oder nicht. Nein, das Gedicht ist keine Satire. Die Präsentation des Gedichtes, das war Satire und die muss auch in dieser Form erlaubt sein. Man darf die abscheulich finden, man darf die bescheuert finden, dumm und was auch immer oder auch toll. Das ist eben auch unser Recht, was wir haben. Aber man darf deswegen das nicht zu einer Staatsaffäre machen und jemanden mit Gefängnis drohen. Mhm. Ich glaube, Herr Kalkofe, wenn die Kanzlerin mitteilt, dass sie natürlich zur Freiheit der Kunst und zur Freiheit der Meinung steht, nachträglich, ist das noch glaubwürdig? Nein, das ist nicht glaubwürdig und es ist natürlich auch gar keine Frage, ob das damit zu tun hatte, dass also mit dem Deal, der mit der Türkei vorher geschlossen wurde und der Angst davor, dass da jetzt noch was in die Hose gehen könnte. Ich meine, wir sind ja auch alle nicht blöd, das müssen wir ja auch einfach mal sagen. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands, glaube ich, passiert, dass die Kanzlerin unaufgefordert und ungefragt eine Meinung zu einem Sketch gemacht hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal eine Situation gab, wo der Pressesprecher sagte, die Bundeskanzlerin möchte gern zusammenfassen, was sie von den Witzen der letzten Woche aus der Heute-Show der Anstalt und Mario Barth deckt auf, hielt, anmerken und rügen möchte sie folgende Passagen. Das gab es noch nie. Also das ist absolut lächerlich, was da geschehen ist. Und natürlich ist das nur passiert, weil es schon Ärger gab und man nur dachte, oh Gott, jetzt wird's noch schlimmer. Das haben wir ja nicht gewollt. Entschuldigen wir uns mal lieber gleich, bevor das Ding hochkocht. Und dadurch hat man genau das Gegenteil erreicht. Aber deswegen müsste jetzt ganz dringend ein souveränes Zeichen gesetzt werden, wo einfach, genauso wie Herr Erdogan gesagt hat, er möchte sich verbieten, dass wir uns in seine Affären einmischen und so wie die Türkei mit den Menschenrechten umgeht, so muss jetzt hier auch ein klares Zeichen gesetzt werden, wir verbieten uns das ebenso. Man hat uns nicht zu sagen, was wir zu tun haben, sondern das ist Ende, er darf gerne klagen, wie er das bei über 1000 Leuten ja schon gemacht hat und bei Kindern und Schülern und Journalisten und sonstigen, wenn er sonst nichts zu tun hat, tut es mir für ihn sehr, sehr, sehr leid und dann finde ich es auch ein trauriges Zeichen, weil ich immer denke, dass ein Staatsoberhaupt Wichtigeres zu tun haben sollte, als sich über einen falsch verstandenen Witz aufzuregen. Dass das eine größere Verletzung der Würde des Menschen ist, wenn man jemanden für das, was er sagt, einsperrt, als wenn man einen schlechten Witz gemacht hat. Einfach nur mal, um das auf den Punkt zurückzuführen. Es geht nicht um die Würde. Das ist ein falscher Ehrbegriff, der hier jetzt auch ja immer noch mal dem Ganzen zugrunde liegt. Dass sich Menschen überhaupt, weil sie sich in ihrer Ehre gekränkt fühlen, weil jemand etwas sagt, weil er provoziert, sich so sehr angegriffen fühlen, dass es dadurch zu Gewalt, zu Tod, zu Mord, zu Krieg kommt, ist ohnehin absurd. Ich möchte einfach mal sagen, es wird dann immer gesagt, was würdest du denn sagen? Wenn jemand zu mir auf der Straße sagt, du alter Ziegenficker, dann sage ich,
Entschuldigung, aber Sie müssen mich verwechseln, weil es geht ja nicht nur darum. In der Presse wird das immer so dargestellt, als hätte er nur gesagt Ziegen. Bip, 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 ja, das möchte ich jetzt nicht aussprechen, ja, aber es geht auch darum, dass ihm nachgesagt wurde, dass er Sex mit Kindern hat. Das sind Kinderwitze, die hier gemacht werden. Sie mögen das so sehen. Kommt die Kanzlerin aus dieser Situation? Das weiß ich auch nicht. Das ist eine Zwickmühle, ja, aber irgendwann, es gibt Situationen, da weiß man, egal was ich mache es falsch, auf irgendeine Art. Aber ich mache es auf irgendeine Art richtig. Man muss sich dann leider für eine von den beiden entscheiden. Ich würde sagen, das Wichtige ist hier ein Zeichen zu setzen, dass eben dieser absurde, noch immer existierende Artikel der Majestätsbeleidigung und dass es nicht eben noch zu einer größeren Staatsaffäre aufgeblasen wird, dass das nicht stattfindet und man das zurückweist und diese Klage nicht zulässt, sehr wohl aber die Privatklage zulässt, das kann ja jeder machen, wie kann man ja gerne tun. Damit wäre es auf jeden Fall beiden in gewisser Weise recht getan, aber es wäre eben auch ganz klar gesagt, und das ist ja das Wichtigste, denn alle haben orakelt, was wird passieren, wenn dieser Türkei-Deal kommt, wie knicken wir dann ein, dass es auf so lächerliche Art überhaupt zu einer Diskussion kommt, hat ja keiner gedacht und so schnell. Da muss man jetzt, glaube ich, wirklich den Riegel vorschieben und sagen, Ende damit, wir haben auch wirklich eben größere Probleme, denn es geht um Menschenleben, um Flüchtlinge und nicht um einen falsch verstandenen Witz, Ende der Diskussion, aber wir arbeiten politisch weiter. Das müsste eigentlich jetzt mit Rückgrat geschehen. Das hat nichts mit Erpressbarkeit Deutschlands zu tun. Aber deswegen ist es doch wichtig, jetzt ein Zeichen zu setzen, weil eben um zu zeigen, dass man nicht erpressbar ist, weil solange dieser Raum besteht, wo wir überhaupt diese Frage immer noch stellen müssen, sind wir es. Also solange wir nicht klar sagen, nein, wir sind nicht erpressbar und es ist nicht möglich, auch wenn ein Mensch sich so stark angegriffen fühlt und ein seltsames Ehrgefühl vielleicht hat, ich weiß es nicht, aber es kann nicht sein, dass Diskussionen um Menschenleben in die Waagschale geworfen werden mit Humor und einer Beleidigungsklage, dass am Ende, weil jemand beleidigt ist, dass jemand etwas Falsches in einer Show gesagt wurde, andere Menschen darunter zu leiden haben und nicht gerettet werden. Das muss aber ganz klar jetzt das Zeichen gesetzt werden, bis hierhin und nicht weiter. Aber wir haben Frage nochmal an Olli Kalkofe. Ist die Kritik an der Türkei momentan auch deshalb so laut, weil uns dieses Abkommen eigentlich peinlich ist, weil wir uns dafür schämen? Ich glaube, wir haben momentan ohnehin das Problem, dass so viel schwierige Dinge geschehen, die wir alle nicht mehr verstehen können oder die auch über unsere eigenen Verstandes- oder Moralgrenzen hinausgehen. Ich denke, wenn ich einfach überlege, was die Menschen auf der Straße, die normalen Bürger, und ich schließe mich da einfach komplett mit ein, wir hören jeden Tag Nachrichten, die wir irgendwann gar nicht mehr auseinanderhalten oder verstehen können. Einerseits möchte man helfen, dann sagen andere, nein, wir dürfen nicht zu vielen helfen, wir dürfen nur denen helfen, das nicht. Wenn wir zu vielen helfen, geht es uns ganz schlecht. Und es ist eine aufgeheizte Stimmung, die momentan in Deutschland hier überhaupt existiert, dass man merkt, da ist eine Aggression und eine Wut da und die Leute suchen nur danach, wo können sie die rauslassen. Egal, ob es bei einer Demonstration ist, ob es bei einer Pegida-Veranstaltung ist, ob es bei einer bei der AfD ist, bei was auch immer oder im Internet, wo man sich anpöbelt, die Angst, dass irgendwann das eskaliert und zu wirklicher, echter physischer Gewalt wird, die habe ich auf jeden Fall. Und ich habe das auch, wenn ich mir das alles anhöre, weil es übersteigt meine Fähigkeit, jetzt hier noch einen richtigen Weg zu finden und das zu verstehen. Und ich hoffe einfach immer nur von der Politik und von den Medien vielleicht ein wenig mehr zu versuchen, es den Menschen begreiflich zu machen. Also etwas mehr Ehrlichkeit, etwas mehr Erklärung, anstatt immer nur dem Behaupten, okay, handelt könnte die, helfen. Könnte helfen. Roswitha Schütz, eine Zuschauerin, hat folgende gute Bemerkung uns noch in diese Sendung geschickt. Also mir wäre lieber, der ganze Deal mit der Türkei wäre nur Satire und die Europäer würden ihr Problem selbst lösen. Herr Kalkofe? Das stimmt. Also ich meine, die Diskussion, die wir hier erleben und die ganzen Tage erleben, das erinnert natürlich auch eher an Satire oder man würde sich wünschen, es wäre eine. Irgendwann wird es bestimmt auch Filme oder Bücher darüber geben. Und die Diskussion zeigt ja heute Abend auch ganz klar,
wir fangen an und reden über dieses Schmähgedicht, über Satire, über eine Staatsaffäre, die herauskommt. Wir sehen aber am Ende landen wir an dem Punkt, um den es wirklich geht. Um den es wirklich geht, nicht erst am Ende. Um Menschen, um eine Krise, die wir haben, um die Flüchtlinge. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, es ist mal gut damit, wir können das Thema auch beenden. Schluss mit so albernen Sachen. Geben Sie auch Ihrem Präsidenten vielleicht mal die Möglichkeit zu zeigen, welche Souveränität er besitzt, dass er auch sagt, okay, ich habe mich aufgeregt, ist in Ordnung. Lassen Sie jetzt aber hier aus dem Furzen Tsunami machen, es ist Ende. Das ist Kinderkram, es geht um Kindergedicht. Ich stehe da drüber, ich bin cool. Wir versuchen jetzt den Menschen zu helfen und Ende ist. Das wäre ein cooles Zeichen. Und das würde jeder auf der Welt wirklich hoch respektieren.